Frau Sonne, bleibt mal nur kurzfristig sein und den Frieden immer wehren. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen? Meine Aufgabe warten, ist es, bis alles verdirbt. Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Vater. Was ist hier los? Odin ist irgendwo da drin. Und auch Erend, der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Angebliches König Avar zu beschäftigt mit den Osseram, um die Rebellion in Sonnenfall niederzuschlagen. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Immer müssen es die Händler ausbaden. Die Zeit hat es gut mit dir gemacht. Die Stadt ist abgesperrt. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Halt! Ich mische mich in politische Dinge nicht an. Der sieht nicht gerade glücklich Stopp. Aus. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich! Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Dann hör auf, dich selbst zu bemitleiden und folge ihrem Beispiel. Das sind wirklich tröstende Worte. Alle verlieren Menschen, die sie lieben. Tränen ändern nichts. Keine Angst. Meine Tränen sind gerade alle eingefroren. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben. Auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist dein Freund. Nein. Ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay. Dann komm. Aus den Maschinen jagen und rumlaufen.
so viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Sieh dich doch mal um. Ich mache gleich. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Des Teppichs ist ausgefranst und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Durch die Luke kommen wir nicht durch. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauche keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Speer für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun. Das kann ich beschwören. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier.
Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Nur ein kleiner Schubser. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkamp-Pass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkamp-Pass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Thank you.
sich anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Du bist eine Fremde. Nora, wie es aussieht. Und bestimmt auch Maschinenjägerin. Das kann man wohl sagen. Na dann hör dir einen guten Rat an. Schäle dich nicht um die Jägerloge. Wer kein Kaja ist, kann dort niemals aufsteigen. Was läuft in der Jägerloge falsch? Nichts, wenn man fanatische Trottel mag. In Ban-Ur bin ich als guter Jäger bekannt. Also dachte ich, ich versuch's bei der Loge. Ich dachte, es wäre einfach. Maschinen jagen, aufsteigen, Bester werden. Aber so läuft es ganz und gar nicht. Es läuft immer so, dass die Kaja an der Spitze bleiben. Mir muss keiner sagen, dass ich jagen kann. Ich gehe nach Hause. Das klingt, als sollte man in der Loge mal aufräumen. Vielleicht. Aber ich werde das nicht tun. Wenn du hingehst, hinterlass ihnen einen traditionellen Banuk-Abschiedsgruß, mir zu Ehren. Ein Banuk-Abschiedsgruß? Was ist das? Piss auf den Boden. Am besten dort, wo sie es erst merken, wenn es richtig stinkt. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ah, du bist, was ich nicht bin. Stark. Mutig, aktiv. Komm, reden wir. Ich streite mich nicht mit Avat, aber dieses Sonnenkönig-Gequatsche ist wirklich saublöd. Niemand hört. Gepriesen sei die Sonne. Die Waffenruhe scheint. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian. Und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Mein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Ich habe nur die besten Waren. Bessere Waren findest du nirgendwo. Sieh dir die. Er war jeden Tag dafür, dass er die blutigen Spiele seines Vaters im Spiel.
alle gewöhnliche Leute nehmen, weil macht die Aufzüge. Schön, dich zu sehen. Tochter verliebt viel lieber. Was für eine Zeitverschwendung. Die Vorführung letzte Woche war viel. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Hier kommt ein Langbein. Wir haben gewonnen. Alles läuft nach Plan. Na gut. Keine Änderung. Wenn man sich mit dem Sonnenreich anlegt. Etwas Vorrat. Thank you.
lieber mit. Die Kaja haben den Sieg davongetragen. Schon wieder! Platz mehr. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Ich werde nie wieder schlecht von den Nora reden. Vielen Dank. Aber wo kann ich das lernen? Mir nach! Schlagen wir zurück! Thank you.
laufen. Dieser Schuss ist für dich. Das brauche ich später noch. Thank you.
Zeit mehr zum Erholen. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ihm entgeht nicht viel. Das wird mir noch weiterhelfen. Ganz ruhig. Was habt ihr also vor? Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Thank you.
Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt... Wer ist da?
wachsam bleiben. Da kommen vielleicht noch welche. Wir dürfen nicht verlieren. Alles klar bei dir? Das ist meine Taktik. Hör mich an. Versprochen, ich sage dir alles. Das musst du wohl.
Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avat stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild. In den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihn in irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch... Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Ich weiß, du hast die Verbrechen für deine Familie begangen. Doch wegen deiner Taten kamen Dutzende um. Viele Familien wurden ausgelöscht. Darunter auch meine. Ich kann dich nicht am Leben lassen. Es tut mir leid. Bitte... Meine Familie. Sag ihnen nichts davon. Also, bist du bereit? Um für die Toten zu büßen. Für meine Taten. Ja, ich bin bereit.
Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nehme ich für unterwegs mit.